Hallo, ich bin Jesus. Der kennt mich wahrscheinlich gar nicht auf den ersten Blick, aber seid mal gespannt, was ich heute mit euch vorhabe. Ich habe nämlich heute Abend meine Jünger eingeladen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon seit 3 Jahren mit ihnen unterwegs und das ist eine ganz schöne Gurkentruppe. Aber schaut mal selber, was wir heute Abend alles erleben. Insgesamt sind das ja 12 Stück. Die sind genauso verschieden. Guckt euch die mal an. Der eine ist ein bisschen größer als der andere. Dann gibt es einen, der hat einen dicken Bauch. Das ist meistens der Petrus. Der isst eine ganze Menge jeden Abend. Und ja, die sind genauso verschieden wie du und ich. Und ja, mit denen wollte ich heute Abend etwas gemeinsam essen. Wir wollen nämlich Abendmahl miteinander feiern. Ich habe extra einen ganzen Haufen mit Tellern besorgt. Guck mal hier. Das machen wir eigentlich ganz regelmäßig miteinander zu essen. Und ich freue mich richtig drauf, mit denen heute Abend einmal Gemeinschaft wieder zu haben. Ich brauche natürlich auch einen Teller. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich freue mich mit euch nachher zu essen und ich muss euch leider sagen, das wird das letzte Mal. Das letzte Mal, wo wir gemeinsam essen. Denn einer von euch wird mich verraten. Wer? Ich? 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 Also, Jesus, ich, Petrus, guck mich mal an, ich habe doch immer zu dir gehalten. Ich würde dich doch niemals verraten. Niemals! Petrus, ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch du wirst mich 3-mal verleugnen, ehe der Hahn gekräht hat. Ihr Lieben, ich möchte heute Abend mit euch Abendmahl feiern. Und dazu habt ihr schon die Teller vor euch stehen. Und weil es das letzte Mal ist, möchte ich mit euch was Besonderes teilen. Denn das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und ihr sollt alle daran teilhaben und ihn schmecken. Und außerdem will ich euch auch von meinem Blut geben. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen uns.